Und damit willkommen zur neuesten Folge von Let's Play Titan Quest. Ja, es ist heute der 19.12., der Dienstag. Ich habe es gestern nicht geschafft, zeitlich. Aber heute werde ich es definitiv schaffen, weil ich heute sehr, sehr gute Chancen dafür habe. Heute habe ich einfach nicht so viel zu tun wie die letzten Tage. Das bedeutet, heute kommt der Sonntags-, der Montags- und der jetzige Dienstagspart. Genau, wollte ich nur kurz sagen. Ich habe ja gesagt, ich will es nicht mehr versprechen, aber heute ist es relativ sicher. Also quasi zu, sagen wir mal, 95%. Deswegen hier die Ankündigung. Ja, ich starte das Spiel. Beim letzten Mal waren wir nicht sonderlich aktionsreich, sagen wir mal. Wir haben halt den Weg nach Delphi fortgesetzt. Wir waren unter anderem im unteren Delphi bereits. Hatten auch durch den Schrein der Meisterschaft der Wölfe. Was sehr lustig war, weil das uns doch einiges gebracht hat. Und ansonsten ist nicht viel passiert. Wir haben einfach sehr viel gekillt. Vor allem Satyren waren es in der letzten Folge viel. Wir waren in mehreren Höhlen, wir waren in Sümpfen und auch in der Ebene und hatten deswegen auch vielfältige Gegnertypen. Die letzte Folge lief halb gut. Die vorletzte war ehrlich gesagt besser von der Quali. Ich hoffe, dass es heute wieder ganz gut läuft. So, dann wollen wir mal gleich loslegen. Vielleicht erreichen wir heute Delphi, weil wie gesagt, das untere Delphi hatten wir schon. Jetzt sind wir, wenn ich mich richtig erinnere, an Wasserfällen, glaube ich zu wissen. Genau, in den Chiraseos-Fällen. Und erstmal rufe ich meine treuen Wölfe herbei. Jetzt natürlich wieder nur ein Zweierpack, weil den dritten gibt es nur mit dem Schrein der Meisterschaft und nicht einfach so. Deswegen nur zwei. Ich sehe da vorne dieser Türen, ich will aber weitergehen. Ich würde nämlich schon ganz gerne, ich will das heute Delphi erreichen. So, auf jetzt, wir haben hier schon ein bisschen erkundet. Fliegen wir jetzt schon. Und natürlich hier drin, wir wissen, hier gibt es einiges an Türenlager. Das ist nichts Neues mehr. Deswegen machen wir jetzt mal wieder Türenjagd hier, dunkle Satyren natürlich. So, was haben wir hier? Wir haben hier einfach einen Gesundheitstrank. Und nichts, die weißen Gegenstände nehmen wir ja nicht mehr mit. Oh, schon wieder dieses Ausweichen von meinen Pfeilen. Einfach ein Energietrank, die Kugelstrahlkolben der Vernichtung oder einfach. Aber erst ist hier noch ein Elite-Krieger, der segnen möchte und uns einen Gesundheitstrank beschwert. Und wenn der Truhe was Nützliches, ja. Aber hier ist ein Geisterbeschwörer, der wollte das dreimal sterben. Ich weiß nicht, ob wir den Geisterbeschwörer schon hatten, übrigens. Ein einfacher und einen normalen Gesundheitstrank, ein verstärkter Schild der Ausdauer, 106 Gold und 303 Gold. Und da davon auch noch Not. Genau. Hier ist jetzt das Türen. Wolf, was tust du da? Wolf, was tust du da? Du weißt schon, dass du ihn nicht erreichen konntest, ne? Das ist dir klar. Glühender Kurzbuch, einfache Truhe. Ein Energietrank und ein einfacher Gesundheit. Außerdem 44 Gold und 679 Gold. So. Und dann gehen wir jetzt nach hier unten weiter. Hier kommt jetzt das neue, was heißt das neue Gebiet? Ein unbekanntes Gebiet. Hochland von Delphi. Das nächste Gebiet, also doch ein neues. Natürlich helfen wir unseren Wölfen wieder ganz fleißig bei der Satyrenvernichtung. Ein Kurzbogen der Fähigkeit haben wir hier. Ansonsten nothing. Okay, dann gehen wir weiter. Ja, also bisher noch nichts wahnsinnig Beeindruckendes. Wieder zum Zauren. Habe aber noch nichts wahnsinnig Besonderes. Da vorne habe ich zumindest einen gesehen. Oder auch mehr Wildschweinreiter.
Übrigens, danke. Ja, ich sag's gleich. Erstmal die töten. Danke für das letzte Kommentar von Remnir. Ich tu mich mal heilen und einen Mana-Trank trinken. Der hat nämlich zwei interessante Tipps gegeben. Einmal für einen stationären Angriff auf der Shift-Taste, damit man nicht, in Gegner reinrennt. Und einmal die A-Taste. Mit der A-Taste nimmt man laut ihm Gold und Tränke in der Nähe automatisch alles mit. Benutzt die mal. Drücke A. Okay, scheinbar funktioniert es nicht. Ich schaue hier mal in die Option, ob es da irgendwie... Weil offensichtlich nimmt man mit A alle Tränke und alles Gold automatisch gleich. Allerdings hieß es da auch nur in der näheren, also in der nächsten Nähe. Schauen wir mal, ob da hier irgendwas steht. Ich sehe aber jetzt auf Begleiter zielen, Gegenstände zeigen. Ja. Ach, man könnte auch ohne Filter, das wären dann auch die kaputten, aber das brauchen wir ja nicht. Nee. Ja, okay, geht anscheinend nicht ganz oder nicht ganz richtig. Das heißt, wir machen es normal. Aber trotzdem danke für den Tipp. 1500 Gold und ein schützender Stirnreif. Weil der war auf jeden Fall nicht unpraktisch. So, als erstmal weiter das Hochland hier achten. Ein bisschen die Natur genießen. Und böse Monster töten. Wie zum Beispiel hier diese Satyren, die jetzt hier Boden mit ihrem Blut tränken. Oder auch vorher die Quatur, die Zentauren. Hier haben wir einen Gesundheitstrank, 129,06 Gold. Außerdem schützen Schleifenring und geprägte Beinchen der Flinkheit. Nehmen wir alles mit. Ist ja alles nicht grau oder weiß, sondern zumindest. Dann töten wir wieder ein paar Satyren, die viel Spaß zu haben. Außerdem hier ein paar Zentauren. Ein paar Hochland-Zentauren. Ich finde diesen Gift-Effekt ganz cool. Da sieht man irgendwie, das Auge ist grün. Zumindest sieht es fast aus wie sonst. Deswegen altbekannte Fan, würde die mich schon länger verfolgen. Finde ich das persönlich ganz cool. Hier steht ein Karren rum. Interessant. Ich glaube, wir nähern uns der Stadt. Ich gehe jetzt auch immer weiter nach oben hier. Noch ein Karren hier und Najaden. Die kennen wir ja schon. Ich laufe mal weg. Oh, lass mich in Ruhe. So, Schleifenring des Lebens. Kurz bei der Vernichtung. Die anderen hat mein Wolf erledigt und ich muss mich heilen. Ja, es geht immer weiter nach oben. Ich glaube, wir kommen hier gleich nach Delphi. Hier brennt ein Wagen sogar, auch interessant. Naja, das Vorhut und Spurenleserin. Weil da war kein wirkliches Hindernis. Hier liegt auch eine Tote. Und ich höre Kampflärm. Ich glaube, wir sind gleich in Delphi. Hier liegen auch wieder Sachen. Ich schaue mich nur kurz hier um. Hier sind auch Gebäude. Oh, interessant. Eine Zauberin, zwei Zauberinnen. Das wollen wir gleich mal erledigen. Damit sind es null. Versteckt der Großhelm der Flinkheit. Hier liegen auch Menschen. Einige Menschen. Hier steht auch noch ein Mensch. Interessante Bewachung auf jeden Fall hier. Und ich habe gerade eine Jade gehört. Oder mehr denn die. Ich glaube, wir kommen gleich nach Delphi. Spartanischer Soldat, Stufe 15. Okay. Also auch die Spartaner hier. Was war das denn? Der Wolf hat gerade irgendwas gemacht. Gaunerin. Kennen wir schon. Zumindest vom Schattenklinge auch. Ja, Spartaner war gut, aber du könntest alle töten. Laut Hannah Jaden hier.
aber nichts Interessantes, alles nur weiß. Weitere Spartaner, also Tote heißt das. Noch eine Spurenleserin und eine Zauberin. Und außerdem sehen wir hier Stadtmauern. Oh. Mal heilen. Eine Jägerin, die darf gleich mal verschwinden, weil die hat vorher den Fall ausgelöst. Oder besser gesagt geworfen. Dann 17 Gold, Rechtsbogen der Vernichtung. Und hier sehen wir Stadtmauern. Ich glaube, wir sind gleich in Delphi. Das ist wunderschön. Ich heile mich nochmal. Und dann betreten wir hier mal. Ach ja, Delphi. Mit auch wieder sehr vielen toten Najaden. Delphi ist übrigens mein Lieblingsort in Griechenland, weil einfach nur diese Musik. Ich lass mal kurz die Musik laufen und sag nichts. Einfach nur diese Musik ist so episch. Und abgesehen davon wunderschön. Offenbar im Belagerungszug sind lauter Najaden. Ist allerdings für uns und unsere Wölfe kein Thema. Was tun denn die Najaden hier? So, eine Essenz von der Eskates Sichel, die haben wir auch schon. Aber ich hoffe, ihr hört die Musik gerade, weil die Musik ist echt hammergeil in Delphi. Genau, die haben wir hier. Einmal kombinieren. Jetzt habe ich ganz kurz nichts gesagt, damit ihr die Musik genießen könnt. Hier auch jede Menge schön. Also wie gesagt. Ich meine, ich mag auch zum Beispiel... Alter! Da ist eben Gold und einfache Energie. Habe ich nehmen wir auch einen mit. You're not the first to come here, thinking that the god Apollo would protect his own temple from the monsters. Oh, we protect it. Good warriors have fallen, and no meteor, no arrow has come down from the heavens to strike our enemies. Wach auf, Mann. Ich meine, dass sie nicht die Kräfte haben, aber das heißt... Last night was the worst. So many of them came. We sent the refugees up to the temple courtyard and prayed to Athena we would not fall back that far. But we held out. Für die Spartaner. The temple still stands on Molesset. And I will see to it that it stays that way. We are besieged by this monster plague, but still we stand firm. We besieged by this monster plague. Man muss hier einfach zu Delphi ist wirklich ein verdammt. Und ja, hier haben wir tun wir müssen einmal zum Orakel der Wiedergeburt. Den aktivieren wir wissen.
wie seine trauernde Witwe diesen Quest. The first satyrs attacked Defy. My husband was quick to take sword against the beast. He and a few others fought bravely, but were soon outnumbered. Stranger, I've seen him in my dreams. He told me he cannot cross the river Styx to Hades until his death is avenged. And he said Healer was part boar and part man. He said the beast hides underground, somewhere around Parnassus. Okay. Eine neue Quest, die trauernde Witwe. Schon, die müssen wir uns gleich durch. Eine Witwe in Delphi hat ihren Mann verloren, als dieser gegen einen Riesenwildschweinmenschen kämpfte. In einem Traum erzählte ihr der Gasse, dass er den Styx zum Hades nicht überqueren und sich zuletzt Ruhe betten kann, solange dieser Wildschweinmensch lebt. Er sagte außerdem, dass der Wildschweinmann sich nun in einer Höhle am Parnassus versteckt. Finden Sie den Wildschweinmann und rächen Sie den Tod des Mannes. Ja, der Styx ist ja so ein bisschen der Fluss in der Unterwelt, wo die Seelen halt rüber müssen vom Fährmann. Shade walks the shores of the river Styx. He finds no rest. Oh, stranger, these are hard, hard times. Da sagst du was, es sind wirklich schlimme Zeiten. Noch was? Okay, sonst. Schauen wir mal, ob der Wachhauptmann dazu was zu sagen. Ich weiß, ich bummel ein bisschen, aber ich genieße Delphi immer. Dass ich da ein bisschen bummel. Du noch was zu sagen? Nein. So many of them. Das kennen wir schon. Was weiter um. Hier sind. Was, die spreche ich gleich an. Das sind aber beides nur Informanten. Erst die reiche Bürger. Dings. The travelers standing around, they are all refugees. They are all people who came here and could not leave because of the monster scourge. Digga, ja gut, so viele Zeit. The oracle belongs to the temple of Apollo here in Delphi. Apollo, god of the arts and prophecy, meteors and medicine, god of harmony and reason, brother of the archer goddess Artemis. Noch irgendwas? Do you know about the oracle? It is said that when she delivers a prophecy, she speaks not with her own voice, but with the voice of the god Apollo himself. Wir müssen Orakel dann befragen. Stay here, for now. But every day that passes is a darker day for Greece. Wir wissen das schon lange. If you come to the oracle, you will find her inside the great temple along this road. Good luck. Werde ich brauchen. If you are okay, the oracle, you will... Erzähler, der Peltas. Speak through me, O Muse, and tell of the war with Troy. The war began with gods, but ended among mortal men. When the goddess Eris threw a golden apple to the gods, to the fairest written on its side. Athena, Hera, Aphrodite, the three great goddesses could not agree to whom the thing belonged. Athena wise and warlike, Hera regal queen, and Aphrodite whose domain is love. They sought a mortal man, a royal prince of Troy named Paris, to resolve their fight. Hera offered kingdoms. Athena offered skill in war and bravery. But Aphrodite offered Paris the most beautiful woman in the world, and he chose her. Alas, this woman was the wife of great King Agamemnon, and when Paris claimed fair Helen, the house of Troy brought on the wrath of all the Greeks. They sailed in a war to claim the stolen bride, and many men fell in that bitter feud, fought for the folly of the vain, proud gods. Ich denke, ich ganz lang.
oder Göttin. Aber the greatest mortal warrior ever to live was born and died to fight that war. For he was named Achilles, Thetis' son, whose wedding Eris was not invited to. He led the Greeks to victory, but died himself in glorious battle. Greatest warrior ever to live. Aber sehr interessant trotzdem. So, jetzt gehen wir mal. Natürlich einige Händler. Hier ist. Irgendwo gibt es hier auch einen Händler für. Und hier ist das Portal, das ist das Klinik. Hier ist ein interessanter Mann. Das ist der Mystiker Pausan. Da könnte den Nahkampf gehen. Genau. Lykon. Mal kurz um. Hier ist. Und irgendwo hier ist. Tempel. Ich glaube, hier ist der Tempel. Nein. Runter. Ich will jetzt eh nicht mehr so wahnsinnig viel tun. Also, ich werde halt auch Sachen nicht mehr brauchen. Und. Ja, ob wir jetzt noch das Orakel. So, jetzt nochmal hier, ich nach draußen. Ausgang aus. Naja, hier geht's nach draußen. Die haben wir. Nett sein. Hier ist das natürlich. Da werden wir jetzt natürlich noch nicht. Da war jetzt auch nichts Besonderes. Normale Waffen, die soll ich ja nicht mehr mitnehmen. Ja, okay, dann gehen wir und dann schauen wir mal, wie viel Uhr es ist. Und zwar im Waffenschmied bei Blades, Shields, Potions, Greaves, Bows, Helmets of all kinds. Oh, can I help you? Thank you.
Come again! Okay. Mystiker, ob ich da die Skills verändern soll. Seeker, we thank you for your sacred offering. Enter and present yourself to the great oracle. Nebenaufgabe aktualisieren. Delphi sits within. Klar, dass sie im Tempel sitzt. You are welcome to the most sacred temple of Apollo. Noch irgendwas? Enter peacefully and learn the nature of your destiny. Noch was? Your questions shall be answered, traveler, and mysteries revealed. Wahrscheinlich nicht umsonst. Enter, sir. Okay, mehr kommt nicht. Wir treten jetzt den Tempel. Tempel des Apollon. Welcome, Seeker. You have come for a prophecy. Since Leonidas sent you, and you are a worthy supplicant, I shall channel Apollo's prophecy if he wills it. Wait. Wait. I, the Oracle of Great Apollo, am having a vision. The Ancient Ones emerge and run. In chaos's full eruption. An evil band in every land, delighting in destruction. What seems shapeless, formless, and faceless, the Great One is releasing. So to enslave both God and knave, their sorrows thus increasing. Who is man to stay the hand of those the gods can't better? And a hero yet takes the bet to break the evil's fetter. Three lights of hope to help you cope. One south in sand and wonder. One to the east, defeat the beast and tear their plan asunder. The final light will mark the fight where you must face your fear. A door ajar, you travel far. And yet you find it near. Ja, das war die
Aber wir werden natürlich... You, warrior, are not what you seem. You came here to discover the source of these monsters. Nearby in the foothills of Parnassus lie the Parnassus Caves. Travel through these caves and on the far side, you shall find your answer. In der Nähe sich in I have given my prophecy. Now seek the cave in the Parnassus foothills, through which your destiny lies. Ja, schon. I okay. Do my prophecy. Das scheint unhöflich zu sein. Na ja, gut. Apollo guide you, Seeker. Apollo guide you, Seeker. Hier kommt nichts mehr, dann spreche ich noch mit den anderen. Und dann wird es wahrscheinlich sein. Verkauft haben wir ja schon. Jetzt ist halt Megara wieder unwichtig. Delphi. Trauernde Witwe zu sagen. My husband's shade walks the shores. Nein, das wissen wir schon. Der Geschichtenerzähler vielleicht. The mortal warrior never to live. Do you know about the Oracle? It is said that when she delivers. Orakel gehört. Ich habe auch gerade mit dem Orakel gesprochen. Die Frage ist überflüssig. Okay. Mann. Ob der noch was Neues hat? The temple still stands unmolested. Okay, es hat niemand was zu sagen. Die Uhr. Wir haben gezogen. Aber die Worte sind sehr wichtig. Das wird übrigens. Ich finde es einen schönen Namen. Dann gehe ich jetzt noch kurz auf den Hauptplatz hier hin. Fuck.